Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir gehen in einen Schrein. Rein in einen Schrein. Schrein rein. Ich finde das auch cool mit dem Ladescreen, dass du immer angezeigt bekommst, wo du gerade bist. Finde ich echt nice. In Bewegung. Geil. Schade. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich auch mit dem Dings steuern kann. Holzpfeile. Crash. Hier muss ich mir mein eigenes bauen. Schon einfach eins, was da ist. Okay. Ach so, weil die nicht aktiv sind. Gott, das sieht so scheiße aus. Aber es funktioniert. Ist doch die Hauptsache. Cool. Man brauchte das Ding, um das tatsächlich zu aktivieren.
Aber es hält sich nicht, also es hält sich nicht dran fest. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos gerade. Hört mal auf. Also ich kann die nicht daran festmachen. Okay. Das heißt, ich muss sie ja oben festmachen. Ja. Okay. Auch funktioniert. Alle Kisten haben wir auch. Cooles Rätsel. War nur ein bisschen verwirrt am Anfang, aber sehr, sehr cool. Mag ich. War sehr, sehr nice. Siegenslicht Nummer 3, aber wir brauchen 4 tatsächlich. Das heißt, es gibt vielleicht sogar mehr Schreine oder weniger Herzen. Hm. Oder weniger eintauschbare Herzen. Vielleicht gibt es ja auch dieses... Du kannst Herzcontainer in der Welt finden oder so. Außer von den Bossen natürlich jetzt mal abgesehen, ne? Cooles Rätsel. Echt cool. So, dann gehen wir auch. Dann gehen wir noch direkt hier hin und probieren aus, ob da oben tatsächlich ein Krog ist. Ich würde ja gerne mal so ein Motorrad bauen, ne?
Dieses Spiel ist nur... ist einfach auf nur Verarschungen aus. Mehr nicht. Einfach nur Verarschung. Egal. Jeden Tag. Nur Verarschung. Alter, stell dir mal vor, du wirst von so einem Ding getroffen. Einfach so random. Ich muss hier raus. Dieses Spiel ist echt, also es ist einfach nur die maximale Verarschung, die es gibt. Unfassbar. So, da ist noch ein Lager. Gehen wir halt dahin. Wir müssen übrigens auch noch, das habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen auch noch in die Richtung. Scheiße. Machen wir das zuerst. Ja, das Lager müssen wir auch noch machen. Kleine, wie heißen sie nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Fuck. Da könnten auch Crocs oben drauf sein. Aber mit dem Regen komme ich da nicht hoch. Gibt es eine Regenschutzkleidung oder sowas, mit der man trotzdem klettern kann? Ich mache hier einfach eine Markierung hin und dann ist gut. Wir haben tatsächlich dieses ganze Gebiet noch nicht richtig erkundet, ne? Auch hier dieses... Also auch das haben wir erkundet. Doch, genau. Okay. Hier ist noch so eine komische... Mach ich mal eine Markierung für den Trocken. Kann ich aktuell alles nicht überprüfen. So. Okay. Geh mal in... Oh, da sind auch schon Moblins. Da sind aber auch Explosionsfässer. Sehr gut. Wenn es Regen ist, hören uns die Gegner weniger. Weil der Regen laut ist. Einfach komplett umgedreht. Toll, Alpha Wand, danke. Huh?
Den einen, der ist schon eigentlich gekillt? Oder lebt er noch? Bernstein, ja. Ast brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn pulverisiert. Hier sind seine Sachen. Nein, sind sie nicht. Sind die verbrannt? Nee, ne? Wo sind die wohl verbrannt? Einfacher Stock. Der liegt da unten drunter. Oh Gott. Ja, Moblin ist geröstet worden, aber... Dafür habe ich auch... Die Items verloren, leider. Schade. Tja, der arme Moblin. Okay, da würde ich nicht weitergehen. Da ist ein Wald. Aber das ist für mich hier das Grenze, weil ich nicht in das andere Gebiet gehen will. Aber da sehe ich schon einen fetten Ultrabaum. Da wird ein Krog drin sein. Den kann ich mir einfach holen. Na, Miss V? Ja, du hast mich gefunden. Hier, gönn dir meine Kacke. So, damit ist das auch geklärt. Und jetzt müssen wir noch in die Richtung. Nee, in welche Richtung wollte ich denn? In die Richtung, genau. Da, zu den Ruinen. Aber ich sehe unten auch eine Anzeige, wie lange es Sonne ist. Das ist ja cool. Hyrule Garnisonsruine. Ach, ja, das kennen wir doch. So, ist hier oben ein Krog. Kletteroutfit wäre jetzt gut. Schaffe ich das überhaupt mit einer Ausdauer? Wird schon relativ knapp, ne? Oder? Oh, ne, es geht eigentlich. Drei Viertel verbrauche ich ungefähr. Ich weiß, wir können auch jumpen. Dann geht's schneller. Okay, hier ist zumindest nichts. Zumindest etwas. Oder beziehungsweise das erste Mal, dass wir ein... Jetzt fängt es direkt wieder an zu regnen, obwohl da unten steht Sonne. Das war knapp. Der hat nämlich das erste Mal nicht aktiviert. Geil. Ich wäre fast wieder verreckt. Hyrule Garnisonsruine. Ja, ja, das kennen wir. Da ist auch noch so ein Händler. Keine Kiste. Eine neue Kiste ist wie ein neues Leben. Kiste gefunden. Leuchtsamen. Ja, toll. Da hinten sind sie sich einen am Abfeiern. Frag mich, was man kombinieren könnte, wenn man das Ding
und dieses Metallding verbindet. Finden wir es raus. Ich meine, dafür ist das ja da. Man muss ja herausfinden, was mal... Okay, ich mache damit einfach nur einen Fächer. Okay, geil. Ich baue damit einfach einen Fächer. Hey, ich bin ausgewichen. Okay, mit so einem Fächer zu kämpfen, ist gar nicht so einfach. Ein Moblinhorn! Was? Schubstock. Okay, also was die manchmal für Sachen machen, einen Pilz auf den Stock tun, um eine Waffe daraus zu machen. Also wenn jemand eine Pilzallergie hat oder so, ist das vielleicht nützlich, aber... Oh Gott, da sind blaue Moblins. Blaue Goblins. Ach, Goblins, Bockblins, Mann. So, es hat noch nicht geregnet. Und es fängt jetzt auch nicht damit an. Da oben ist ein Drache. Ein Drache. Da ist die Zitadelle der Tempel der Zeit. Das Problem ist halt echt, man muss halt diese ganzen scheiß Masten nach oben klettern. Damit man sicher ist, dass da oben kein Kackrock ist. Das wäre noch geil, die Fähigkeit, dass man hier sagen kann, okay. Dieser Sprung funktioniert. Okay, wir schaffen das nicht. Ernsthaft? Bringt es eigentlich was, wenn ich. Ach komm, wir haben doch hier eine Ausdauermedizin. Und dann ist hier nicht mehr was. Geil. Aber. Ein bisschen mehr Damage kann nicht schaden. Blonk. Ein Soldatenschwert. Huck.
da kann man wieder craften. Okay, das sieht ganz gefährlich aus hier. Monsterhorde. Hä? Sind wir jetzt in Hyrule Warrior oder was? Dödel. Blauer Bocklinhorn. Hartholzstock. Ich will den Hartholzstock haben. Der hält länger. Aber ich habe nichts, was ich dagegen tauschen könnte. Wir müssten mal ganz kurz was snacken. Wir sind ein bisschen am Arsch. Ach lol, die kämpfen zusammen mit uns. Ja. Das ist wie Hyrule Warriors. Hey, ich bin ausgewichen! Jetzt aber. Die! Nice. Der Sieg ist unser! Seid ihr es etwa, Wetterlink? Ah, ihr habt uns also geholfen, die Monster zu besiegen. Hi. Ich danke euch für euren Beistand. Könnt ihr bitte zu mir kommen? Ja, Moment. Große Link, Schulter an Schulter bei unserem Kampf. Seit unserem Treffen bei Schloss Hyrule wünscht es mir. Unsere Monsterwerke jagt Monster im ganzen Königreich, bis in Hyrule endlich wieder Frieden einkehrt. Die heutige Schlacht hätten wir ohne eure Hilfe nie und nimmer so mühelos gewinnen können. Ach, Link. Es hieß ja immer, ihr würdet ein ganz besonderes Schwert führen, stärker und prächtiger als alle anderen. Nicht maulen, aber eure Waffe sieht mir eher gewöhnlich aus, so im Verhältnis betrachtet, fast wie unsere. Ob sie ihre wahre Macht nur dem zeigt, der sie zu führen erkoren ist? Ach, was mische ich mich, Anfänger, da ein? Ich hab sicher noch viel zu lernen, ehe ich überhaupt mittreten kann. Hm. Oh, ihr verzeiht mir. Ich hätte dafür das Wichtigste fast vergessen. 100 Rubine! Geil! Nice! Dies gehört zur Beute, die den Kämpfern der Monsterwerke zusteht. Oh. Bitte sehr. Wir werden schon bald zur Hateno-Festung in Nikluda aufbrechen, südöstlich von hier. Ich freue mich schon darauf, irgendwann erneut an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Das ist echt Hyrule Warrior jetzt auch noch hier drin. Episode, bringe der Ebene den Frieden. Geil. Das ist einfach so eine Hyrule Warrior Geschichte. Bringe Nikluda den Frieden. Einige Schwerter. Aber an sich ist uns nichts mehr hier, ne? Aber es ist halt wirklich Hyrule Warriors. Auch wenn ich es nie gespielt habe. Ach so, das ganze Schwert geht kaputt. Oh. Das habe ich erst jetzt gecheckt. So. Okay, aber sonst keine Kiste oder so?
Keine Kiste. Oh, die Kisten sind noch relativ wertvoll. Keine Kiste, aber wir haben so ein Vieh gekillt. Nice. Gerade wo ich mich wieder aufmachen wollte, um den Krog schon wieder zu holen, fängt es wieder an zu regnen. Naja. Blutmond. Oder? Die Musik ist halt komisch. Ich sehe gerade gar keinen Mond. Okay, der Mond kommt. Wird aber nicht rot, okay. Edelwild, ja geil. Was ist das denn? Nice. Lol, da habe ich einen Krog übersehen. Hier, meine Kacke. Gönn dir. Ciao. Da, boing. In dein Gesicht, Junge. Ich brauche schon gar nicht in die Richtung zu laufen, ne? Es fängt jetzt an zu regnen. Das ist halt so scheiße. Was wir machen könnten, haben wir noch nie gemacht. Wir holen uns tatsächlich mal so ein Holzbündel und machen wir ein Lagerfeuer. Wenn ich wüsste, wo die Holzbündel sind, da. So. Und dann holen wir das Schild. Flammenschild. So. Machen wir bis morgens. Vielleicht ist dann der Regen weg. Dann werde ich mal gucken, ob wir da hoch können. Ja, Regen ist nicht eingetreten. Sehr gut. Wir sollten auch ein anderes Schild nutzen. Das hier, komm. Okay, weg. Das sind Feuerfrüchte. Die sollten wir uns mitnehmen. Ich werde offscreen auf diesen Turm hier steigen. Und ich werde auch offscreen mal noch zu dem hier wieder rüberlatschen. Und zu gucken, ob da ein Krog ist. Ja. Dann braucht ihr das nicht nochmal mitzuerleben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein und tschüss.